6 Minuten weniger Zeit. Morgens, das ist eine halbe Ewigkeit. Denn der Tagesbeginn ist bei vielen eng getaktet. Frühstück machen, Kaffee kochen und dafür sorgen, dass alle rechtzeitig aus dem Haus kommen. 6 Minuten mehr oder weniger entscheiden über alles und fehlen aktuell auch in Mannheimer Haushalten. Ja, ist mir aufgefallen. Bei mir ist beim Backofen ein paar Minuten spät. Ja, es stimmt schon, dass manchmal die Uhrzeiten falsch angezeigt werden. Millionen Radiowecker und Uhren an Backöfen und Mikrowellen in ganz Europa gehen zurzeit falsch. Und das liegt am Stromnetz. Denn viele dieser Uhren werden durch den Takt des Stroms gesteuert. Und stimmt der Takt nicht, ist es auch mit der genauen Uhrzeit vorbei. So, in Deutschland haben wir Wechselspannung. Und das heißt 50 so Umdrehungen pro Sekunde. Und unsere Geräte sind davon abhängig. Das heißt, die haben ihren eigenen Taktgeber nicht. Und das hat Auswirkungen auf alle Uhren und Wecker, die mit Strom laufen. Funkgesteuerte oder batteriebetriebene Uhren sind dagegen fein raus. Sie betrifft das nicht. Und die Zeit jetzt neu einzustellen, ist leider auch keine Lösung. Für genau den Zeitpunkt wäre die Uhrzeit richtig, aber dann fängt es wieder mal an zu abweichen von der richtigen Zeit. Und das macht viel aus, denn unter Umständen hängt von einer Handvoll Minuten eine Menge ab, auch bei diesen Mannheimern. Also ganz schön viel, muss ich sagen, wenn ich es eigentlich jetzt auch eilig habe, zur Arbeit zu gehen oder in die Uni. Also sind 6 Minuten schon eine Zeit halt, keine Ahnung, mir den Kaffee vorzubereiten oder so. Meine Bahn fährt auf jeden Fall pünktlich und wenn ich da 2 Minuten zu spät bin oder 5, dann komme ich zu spät zur Arbeit und also das macht schon viel aus. Also es wäre schon eine Verzögerung, da ich ja 2 Kinder morgens in den Kindergarten bringe. Ja, und wenn ich da nicht pünktlich bin, dann schließt der Kindergarten. Immerhin kommt Bewegung in die Sache. Laut dem serbischen Netzbetreiber, der unter anderem auch die betroffenen Uhren speist, fließe der Strom seit 5 Tagen wieder wie üblich. Bis wann die Uhren sich allerdings wieder eingependelt haben und richtig ticken, ist abzuwarten. Bis dahin hilft ein Blick auf die analoge Armbanduhr oder das Smartphone. Zumindest, wenn es wirklich darauf ankommt, pünktlich zu sein.